Hedy. Du hast mich hintergangen, Schala. Du hast Captain Danner angewiesen, nichts zu sagen, damit ich erst beim Prozess erfahre, dass mein Vater tot ist. Warum? Die Admirale mussten den Schock in deiner Stimme hören, Tali. Sonst hätten sie deinen Versuch nicht genehmigt, die Alarai zurückzuerobern. Das ist deine beste Chance, Beweise zu finden, die dich entlasten. Es tut mir leid. Großartige Rücksicht können wir uns nicht leisten, Tali. Sind die Richter so sehr darauf aus, sie schuldig zu sprechen? Alles, was mit den Geths zu tun hat, ist hier ein heißes Eisen, Shepard. Aber es besteht noch Hoffnung. Heim Garrel hat vor Ihnen und Tali Zora großen Respekt, weil Sie Saren aufgehalten haben. Für Admiral Corris ist das Ganze ein Kriegsverbrechen und er will eine Verurteilung. Und was Admiral Xen will, weiß ich nicht. Sie sollten bald zur Alarai aufbrechen. Möchten Sie noch etwas wissen? Ja. Was können Sie uns über die Alarai sagen? Nicht viel, fürchte ich. Ryle Zora hat nur gesagt, dass er eine neue Verteidigungstechnologie erforscht. Mir hat er nur gesagt, dass er jedes Geth-Teil brauchen könnte, das mir in die Finger fällt. Ich habe vermutet, er hat Waffen an Geth-Komponenten getestet. Wir wussten nichts davon, bis die Alarai ein Notsignal sendete. Dann brach der Kontakt ab. Wir wussten nicht mal von den Geth, bis unser Bergungsteam angegriffen wurde. Sie sagen also, es liegen keinerlei Daten darüber vor, was in dem Schiff vor sich ging. Mutter. Genau das sage ich. Die überlebenden Marines haben in den Hallen Leichen gesehen. Wir müssen das Schlimmste annehmen. Nein, das müssen wir nicht. Wie lange kennen Sie Talis Familie schon? Das war noch bevor Ryle Admiral wurde. 25 bis 30 Jahre, schätze ich. Ich war bei Talis Geburt dabei. Ihre Mutter und ich hatten unsere Anzüge synchronisiert, damit wir im selben Freiluftraum sein konnten. Ich war danach eine Woche lang krank. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe Tali von ihrer Mutter genommen und in die Blase gesteckt. Sie hat geschrien wie am Spieß. Blase? Ich verstehe nicht. Sie stecken ihre Kinder in Blasen? Umwelteinheiten. Es ist ein Schritt zwischen dem Vertrauen auf das Immunsystem der Mutter und einem eigenen Anzug. Durch die Blasen können Eltern mit ihren Kindern sicher die Reinräume verlassen. Erst als Jugendliche tragen wir eigene Anzüge. Es gibt eine Feier, wenn ein Kind seinen ersten Anzug bekommt. Es gilt dann als erwachsen. Aha. Ryle scheint in Talis Leben eher eine geringere Rolle gespielt zu haben. Das ist schwer zu erklären. Ich sollte nicht... Schon gut, Tante Schala. Keine Geheimnisse unter Kameraden. Ich glaube, ich habe Shepard von meinem Vater erzählt. Wenn du meinst. Ryle hatte sich ganz... der quarianischen Sache verschrieben. Ihm blieb kaum noch Zeit für seine Familie. Er wollte Tali und ihrer Mutter die Heimatwelt zurückgeben. Oder zumindest eine starke Flotte. Das war seine Art, seine Liebe zu zeigen. Welche Art von Beweisen hat denn bei den Admiralen Gewicht? Tali, du hast zugegeben, dass du deinem Vater für dieses Projekt Geth-Teile geschickt hast. Ja, aber nichts, was online von allein hätte zurückkommen können. Ich habe alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Dann besorge die Unterlagen über die Lieferungen und die Experimente. Du musst beweisen, dass du vorsichtig warst. Etwas, das beweist, dass alles nur ein schrecklicher Zufall war, den niemand hätte vorhersehen können. Es schien unter den Admiralen noch andere Streitpunkte zu geben. Sie haben das bemerkt. In der Tat, die Präsenz der Geth macht die Angelegenheit ziemlich heikel. Der Admiralitätsrat will entscheiden, ob er sich auf die Entwicklung der Kolonien konzentrieren soll oder aber versuchen, die Heimatwelt zurückzuerobern. Du denkst an Krieg? Gegen die Geth? Ich nicht, Tali. Aber andere schon. Ich weiß, dass die Migrantenflotte gewaltig ist, aber selbst sie können es nicht mit den Geth aufnehmen. Wir sind es müde, von Stern zu ziehen, Shepard. Wir wollen unsere Welt zurück. Wir haben genug für unseren Fehler bezahlt. Ich sage hier nicht einfach meine Meinung. Ich tue kund, aus welcher Richtung der Wind weht. Okay. Wir sollten weitergehen. Viel Glück auf der Alarai. Dankeschön. Wird bestimmt toll. Puh. Selbst noch zwei Gespräche. Denkt Tali Zora als erstes an den Schutz der Flotte. Tali. Ich bin froh, dass Admiral Rahn durchgesetzt hat, dass du zur Alarai fliegst. Hoffentlich findest du was, um deinen Namen reinzuwaschen.
Bestimmt. Ich bin mehr daran interessiert, meinen Vater zu finden, Admiral. Ich wünsche dir Glück und erledige unterwegs ein paar Geth. Und Sie sind also Captain Shepard? Admiral Herrn Garrel Vasnima. Sie haben Admiral Chorus ordentlich in die Schranken gewiesen. Es freut mich, dass Talis Captain sich im Gerichtssaal zu behaupten weiß. Dankeschön. Ich habe das Gefühl, Sie sind bereit, der Verteidigung Glauben zu schenken. Freut mich, dass das wenigstens auf einen der Richter zutrifft. Wenn du Ryle lediglich inaktive Teile für seine Tests gegeben hast, habe ich damit kein Problem. Wir müssen testen, wie unsere Waffen bei Geth-Material wirken. Mhm. Ich kenne dich und deinen Vater. Ihr habt zu viel in diese Flotte investiert, um etwas zu tun, das unsere Sicherheit gefährdet. Und ihr seid beide klug genug, um keine Fehler von der Art zu machen, wie man sie euch jetzt vorwirft. Können Sie mir etwas über die Alarai sagen? Nichts Gutes. Wir haben ein paar unserer besten Marines in diese Hölle geschickt. Und nur verdammt wenige kamen wieder raus. Was immer Rael dort gemacht hat, es muss ihm unter den Händen explodiert sein. Im Schiff wimmelt es von Geth. Rechnen Sie besser nicht mit Überlebenden. Admiral, mein Vater, Ihr Freund, ist auf diesem Schiff. Das weiß ich, Tali. Aber wenn Schala dich nicht als Freiwillige vorgeschlagen hätte, wäre die Alarai bereits zerstört worden. So sieht's aus. Dann sollten wir da schnell drauf, oder? Können Sie mir etwas über die anderen Admirale sagen? Etwas, das mir hilft, Ihre Meinung über Tali zu beeinflussen? Die, die du nicht erkannt hast, Tali, ist Admiral Zen. Sie will sich nicht festlegen und nimmt die Sicherheit der Flotte sehr ernst. Andererseits war sie immer dafür, die Geth genauer zu studieren. Hoffentlich erkennt sie die Vorteile von Royals Forschung. Admiral Chorus ist der gleiche weinerliche Anzugscheißer wie immer. Sie sind mit Admiral Chorus Politik also nicht einverstanden? Oder ist das was Persönliches? Der Mann ist ein verdammter Verteidiger der Geth. Er hält es für falsch, dass wir vor Jahrhunderten versucht haben, sie zu zerstören. Er will, dass wir neue Kolonien bilden, anstatt die Heimatwelt zurückzuerobern. Jede Forschung in Sachen Geth macht ihn wütend. Bei dem werden sie kaum eine Chance haben, fürchte ich. Sie und Talis Vater kennen sich also schon lange? Wir haben während eines ziemlich üblen Überfalls der Batterianer gemeinsam auf dem Jäger Jaska gedient. Wir waren fast noch Kinder und leisteten unseren Dienst vor der Pilgerreise ab. 10 Mann Crew, 6 davon tot. Kinetische Barrieren ausgefallen. Rael und ich waren allein auf der Brücke und die Batterianer griffen einen Frachter an. Haben Sie den Frachter gerettet? Unser Schiff hatte Befehl, die Position zu halten. Aber Rael hat mich angesehen und gesagt, wir sind nicht volljährig. Sie können uns nicht bestrafen, wenn wir die Formation verlassen. Er übernahm das Steuer, ich die Geschütze. Und wir haben den Frachter gerettet. Für die Crew waren wir Helden. Die hohen Tiere nannten uns Idioten, klatschten uns Lametta auf die Anzüge und schickten uns vorzeitig auf die Pilgerreise. So war Rael. Yay, Lametta? Es klingt, als ginge es hier politisch um mehr als nur darum, dass Tali Ausrüstung zurückbringt. Ist Ihnen das aufgefallen? Talis Vater hat nicht nur aus Spaß Waffentests an den Geth durchgeführt. Er suchte nach einem Ansatz, der uns beim Frontalangriff auf die Geth den entscheidenden Vorteil verschafft. Ich wusste, dass Vater eines Tages die Heimatwelt zurückerobern wollte, aber sind wir denn schon so weit? Ich weiß nicht, Kleines. Die Stimmen dafür hatten wir fast schon. Wir müssen nur noch dem Volk die Hoffnung auf den Sieg vermitteln. Ich hoffe sehr, dass die Quarianer einen Lebensraum finden werden, Admiral. Aber sie spielen wirklich mit dem Feuer. Wir sind zu bequem geworden, Shepard. Wir haben die größte Flotte der Galaxie und schippern damit nur untätig durch den Weltraum. Wir brauchen diese Flotte vielleicht im Kampf gegen die Reaper, Admiral. Und währenddessen müssen wir den Teil des Volkes, der nicht kämpft, irgendwo unterbringen. Danke für die Information. Halte durch, Kleines. Danke, Admiral. So lange Gespräche. Letztes Gespräch.
Angesichts ihrer Fähigkeiten, eine Zuhörerschaft zu manipulieren, Mensch, habe ich Tully einen Gefallen getan, indem ich Vasnima von ihrem Namen entfernt habe. Commander Shepard, das ist Admiral Sal'Koris Vasquip-Quip. Fragen Sie mich nach dem Namen. Mir macht die Sache keinen Spaß, Tully, wirklich nicht. Aber Sie haben unsere Flotte schwer gefährdet und entehrt. Ich will nach dem Namen fragen. Quip, quip. Lob, hey, wie geht's dir? Können Sie mir etwas über die Alarai sagen? Nur, dass es besser gewesen wäre, sie zu zerstören. Wenn wir dort Beweise für die Aktivitäten von Tully und ihrem Vater finden, wird es unmöglich sein, die anderen Admirale zu überzeugen. Ich habe keine aktiven Geth auf die Alarai gebracht, Admiral. Ich weiß, wie gefährlich das wäre. Es waren nur Einzelteile. Das eroberte Schiff, seine Crew hingemordet von lebenden Wesen, voller Schmerz. Straft sie Lügen, Tully Zora. Müde, hast du nicht viel geschlafen? Ganz gut soweit, danke. Haben Sie ein Schiff namens Quip Quip? Oh, jetzt geht's los. Unser Volk hat in schwierigen Zeiten auch mal gebrauchte Schiffe von anderen Kulturen gekauft. Und hin und wieder sind beim Ändern der Registrierung Schwierigkeiten aufgetreten. Die Bürger der Schiffe mit fremdartigen Namen haben dieses Stigma mit Würde und Ehre ertragen. Wenn es Sie stört, sollten Sie sich vielleicht ein anderes Schiff suchen. Ich habe bisweilen erwogen, mich versetzen zu lassen. Auf ein Schiff mit einem respektablen Namen, wie Défense oder Ictomy. Aber ich bin stolz auf die Quip Quip und werde sie wegen lächerlicher Beleidigungen nicht verlassen. Quip, Quip. Was genau ist eigentlich Ihr Problem mit meinem Crewmitglied, Admiral? Ich respektiere Tully sehr. Ihre Aktion gegen Saren verlangt große Anerkennung. Aber wie ihr Vater ist sie nur an der Zerstörung der Geth interessiert. Jene Wesen, die wir geschaffen haben und denen wir Unrecht getan haben. Die Geth haben uns von unserer Heimatwelt vertrieben. Natürlich haben sie das, nachdem wir versucht haben, sie auszulöschen. Sie und die anderen Admirale scheinen uneins zu sein, was Talis Prozess angeht. Das ist richtig. Tully, ich entschuldige mich, dass ihr Verfahren von so etwas beeinflusst wird. Die anderen Admirale wollen Krieg. Ryal Zora war mit der Entwicklung neuer Waffen für den Kampf gegen die Geth befasst. Lieber sehen Sie zu, wie unsere Flotte im Himmel über der Heimatwelt aufgerieben wird, statt eine neue Kolonie zu gründen und sich anzupassen. Können die Quarianer nach allem, was passiert ist, mit den Geth koexistieren? Ich weiß es nicht. Aber wir verdienen eine Antwort auf diese Frage. Sie sind unsere Kinder, Shepard. Wir haben einander Schreckliches angetan. Aber das muss ein Ende haben. Für beide Seiten. Deshalb kann ich die Experimente nicht gutheißen, bei deren Durchführung Sie geholfen haben, Tully Zora. Das muss allen klar gemacht werden. Ich verstehe, Admiral. Ich bin nicht Ihrer Meinung, aber ich verstehe. Wir sollten weitergehen. Trinken! Wohl, Tully Zora. Alles Gute. Es überrascht mich, dass Sie das sagen. Ich hasse Sie nicht, Tully. Ich halte nur die Kriegspläne Ihres Vaters für falsch. Tja, Gespräche vorbei. Was ist hier? Muss ich hier hin? Alle schon mitten in der Nacht wach. Was? Es ist Mittag. Ach, ran. Kannst du nach dem Essen gucken? Der Mensch kann mit einer Zuhörerschaft umgehen, das muss ich zugeben. Wenn jemand die Alarai zurückerobern kann, dann Tully Zora. Ja, die kann das. Der Tag ist halb rum. Nein, der hat erst angefangen. Essen? Was gibt's? Essen. Lasagne. Verzeihung. Ich meinte, was Normandy? Schon gut. Die Namensänderung war nicht meine Entscheidung. Danke. Auf Befehl von Admiral Rahn steht das Shuttle Ihnen und Captain Shepard, was Normandy, zur Verfügung. Können Sie uns sagen, was uns auf der Alarai erwartet? Ich fürchte, da bin ich schlecht informiert. Den ersten Angriff haben nur wenige Marines überlebt.
Aber sie haben von großen Angriffswellen von Geth gesprochen. Viel mehr als dort hätten sein dürfen. Es hätten dort gar keine sein dürfen. Richtig. Ich meinte, dass sie befürchten, die Geth würden mit den Einzelteilen auf der Alarai mehr von den ihren zusammenbauen oder reparieren. Also ich habe, glaube vor 2 Stunden angefangen zu kochen, vielleicht auch so vor 2,5. Ich glaube, gegen 5 gibt es dann Essen. Okay, wir sind bereit. Fliegen wir zu Alarai. Natürlich. Ich schalte das Shuttle jetzt frei. Viel Glück mit den Geth, Palizora. Kila Selai. Kila Selai. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber hey. Ja. Wie Spaghetti Bolognese braucht Lasagne auch seine Zeit. Du hast Leiche gefunden. Feinde! Was? Feinde? Wo? Sehe ich nicht. Oh, da ist Blut auf dem Herd. Du bist so unsichtbar. Aber ich sehe dein Auge trotzdem. So. Hey, ich wollte anfangen zu kochen mit Drecksäcke. Schnauze da hinten. Was? So, erstmal den Herd, schön kochen. Wo ist denn das? Die Töpfe und so? Verdammt. Oh, noch ein Herd, cool. Und Betten. Sind das echt Betten in der Küche? Ach ja. Laptop! Irgendetwas verlangsamt die Systeme. Wir schalten die Firewalls ab, um die Leistungsverteilung neu einzustellen. Riles, Sora hat befohlen, wir sollen die Standardsicherheitssysteme umgehen. Es würde sonst zu lange dauern. Na toll. Ja, mach die Firewall aus. Gute Idee. Schlafen und kochen. So. Damit man dann, während man schläft und gleichzeitig kocht, riecht, falls es anbrennt im Schlafen. Dann kann man ja wieder aufstehen. Guten Tag. Reparaturdrohne. Es ist eine der Speichereinheiten, die ich Vater geschickt habe. Das müssten Teile einer deaktivierten Reparaturdrohne sein und ein Reflexalgorithmus, den ich nicht identifizieren konnte. Das stammt von Haystrom. Was musste ein Teil haben, damit sie es ihrem Vater geschickt haben? Es musste funktionsfähig sein. Etwas, das man analysieren und in andere Technologien integrieren kann. Etwas Neues hatte Priorität. Ansonsten jede Technologie, die die Geth selbst entwickelt hat. Zeichen für Modifizierungen, Hinweise auf ihre Denkstrukturen. Okay. Wie haben Sie die Sachen zu Ihrem Vater gebracht? Manchmal habe ich Pakete an sicheren Plätzen in zivilisierten Gegenden hinterlassen. Jemand auf Pilgerreise hat dann dafür gesorgt, dass sie nach Hause geschickt wurden. Wenn ich etwas Wertvolles gefunden hatte, habe ich ein Signal nach Hause geschickt und Vater ließ das Teil dann von einem kleinen Schiff abholen. Was willst du heute eigentlich nicht bis zum Essen durch? Weil ich das ja noch fertig machen muss. Bis jetzt habe ich nur die Soße gemacht. Oh, und Friendly Fire gucken. Wie haben Sie die Sachen zu Ihrem Hatte ich schon, ne? Wenn ich etwas Wertvolles gefunden hatte, habe ich ein Signal nach Hause geschickt und Vater ließ das Teil dann von einem kleinen Schiff abholen. Haystrom war Kriegsgebiet. Wie konnten Sie in dem Chaos noch Einzelteile bergen? Diese Anzüge haben mehr Taschen, als Sie glauben. Wir Quarianer haben gelernt, alles zu bergen, wann und wo es notwendig ist. In vernünftigem Rahmen natürlich. Wir sind ja keine Vorscher. Aber wir reparieren, was die meisten anderen wegwerfen würden.
Hunderte von Schiffen in unserer Flotte waren eigentlich Wracks, die wir im Weltraum treibend gefunden oder für fast nichts gekauft haben. Okay. Ich brauche so einen Anzug. Geben Ihnen die geborgenen Teile einen Hinweis darauf, was hier geschehen sein könnte? Nein, ich weiß nicht. Shepard, ich habe alles überprüft, was ich hierher geschickt habe. Einige tolle Stücke habe ich nicht geschickt, weil ich sie für zu gefährlich hielt. Weil sie sich womöglich unkontrolliert selbst aktiviert oder repariert hätten. Ich weiß nicht, welche Möglichkeit schlimmer ist. Dass ich nachlässig war und doch etwas Gefährliches geschickt habe? Oder dass Vater das alles wirklich getan hat? Tja. Mal sagen, Shreddifier, was? Das kann ich nicht. Da. So, und jetzt so ein komischer, fetter, grüner Balken in der Mitte, ne? Lila drunter. Tja. Tada. Oh, noch ein Lock. Wer lässt gerade die Systemdiagnose laufen? Ich nicht. Ich hab das nicht genehmigt. Ich auch nicht. Gilt das als Beweis? Ah, ein Monitor! Mehr hacken! Nein, das nicht. Das da. Oh, das da. Und? Tada! Das geht voll schnell. Das ist wertvoll. Yeah. Gas-Schildstärke. Guten Tag. Und hier durch. Irgendwie. Feinde voraus! Ich wollte sagen, zu wenig Gas. Oh, noch ein Laptop. Meins. Oh, noch ein Laptop. Meins. Wenn ich in die Laptops gehe, überweise ich mir eigentlich ständig Geld von fremden Konten? Arme. So, das war da. 19, 19. Die Batterie war hier, ne? Jo. Und dann das da. Tada! Ja, bitte. Gut, die Verbindung ist abgebrochen. Wett. Red. Geh bitte nie an meinen Laptop, du klaust mir nur Geld. Na gut.